Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Horizon. So, wir sollen jetzt zurück zu Rost. Machen wir doch glatt. Moment. Ist er das da hinten? Ja. Gut. Kommen wir so querbeet da gar nicht hin? Doch, oder? Nee. Ein Berg am Start. Oh. Hä? Das stand doch. Steht doch. Next. Mist. Mein lieber Freund. Kein Hit. Noch nicht. Die sind ja auch sehr handsam. Nee, warte mal, hier brauche ich nicht hoch. Nein, nein, nein. Nee, komm, lass gut sein. Ich will jetzt nicht stänkern. Wir müssen zu Rost. Eine ganze Menge da hinten noch. Rost, ich bin da. Aloy, du bist hier. Ja, na klar. Hast du die Feuerpfeile? Hab ich. Die Explosionen und das Geschrei jenseits des Beckens. Ist das der Ärger, den du meintest? Das erfährst du früh genug. Wir warten bis zur Dunkelheit. Dunkelheit? Ich verstehe nicht. Die Explosionen sind doch außerhalb. Was können wir denn hier drin tun? Die Lektion lernst du zur rechten Zeit, Aloy. Wir warten noch ab. Ich habe Grata Kaninchen gebracht. Sie hat der Urmutter gedankt, natürlich. Urmutter hat durch dich gewirkt, um ihr Kaninchen zu bringen. Oh, das sagst du immer. Aber ich war da und habe allein gejagt. Und das sagst du immer, was dich nur einsam macht. Ich war übrigens bei Cast und habe mir diese Stolperfalle gekauft. Ich will gar nicht wissen, was dieser Gesetzlose dafür haben wollte. Sie war nicht billig, aber das ist sie auch wert. Vielleicht. Du wirst es schon bald feststellen. Es dauert noch, bis es dunkel wird. Ich werde mich kurz hinlegen. Gute Idee. Später ist keine Zeit mehr für Schlaf. Der macht aber auch ein Geheimnis draus. Man öffnet Ausgestoßenen?
Manche Verbannte waren zuvor ehrbar. So viel zum Stammesgesetz. Ich sprach mit niemandem. Jetzt müssen wir beide still sein, denn wir sind außerhalb des Beckens. Dies ist die wahre Wildnis, Aloy. Voller Gefahren, die du noch gar nicht kennst. Diese Leiche. Was für eine Bestie war das? Der Stamm nennt sie Sägezähne und sie sind etwas Neues. Etwas Wütendes. Seit sie vor 10 Jahren aufgetaucht sind, haben sie viele Krieger getötet. Oh, ja. Wow. So, nun. Folge dem Pfad der Zerstörung. Folge dem Pfad. Es ist nicht weit. Diese Hütte. Was ist damit passiert? Eine Maschine. Das war's. Was für eine Maschine macht sowas? Die Art Maschine, die du jetzt jagen wirst. Oh, verstehe. Ein Wächterkadaver. Ich hole mir die Teile. Achte auf die Umgebung. Jagen die Stammeskrieger nicht diese Maschine? Das haben sie. Die Leichen hier sind ihr Werk. Und morgen werden sie wieder jagen. Das müssen sie nicht mehr. Die Maschine ist meine Beute. Oder dein Tod, wenn du nicht aufpasst. Graser. Eine Holzhütte, zerstört. Von Sägezähnen? Wie viele waren es? Wir sind nicht für Antworten hier, Aloy. Ich will, dass du dich darum kümmerst. Oh je. Wie besiegt man ihn? Das ist allein deine Entscheidung. Diese Jagd gehört dir, Aloy. Dir allein. Was auch passiert, ich greife nicht ein. Na toll. Verstehst du? Du machst das allein. Er darf mich nicht sehen. Ich kann mich durchs hohe Gras anschleichen. Mal sehen, wo kann ich meine Fallen aufstellen? Okay, wie war das jetzt? Inventar. Nee, es ging schneller. Ich hatte so ein Rad, ne? Genau. Alter Vater. Kriege ich den da durch?
Kann ich mich eigentlich irgendwo verstecken, wenn er mich sieht? Ist das Gras hoch genug? Hier vorne macht er gleich Halt, dann versuche ich ihn mal da durchzulocken. Ich habe die natürlich jetzt ein bisschen blöde gesetzt. Wieso hört er das nicht? Ey, wie soll ich den denn besiegen? Was mache ich denn, ey? Total verkackt. Jetzt nichts. Ich hätte aber erstmal die Schwachstelle rausfinden. Ich kann mich durchs hohe Gras anschleichen. Mal sehen, wo kann ich meine Fallen aufstellen? Wieso? Ah!
Einmal noch. Alter Schwede. Okay. Warum kamen wir her? Nicht wegen Antworten. Aloy. Überleben erfordert Perfektion. Es war ein Test, wie ich mich im Kampf gegen neue Maschinen schlage. Nein. Folge mir. Dies ist Nora-Jagdgebiet. Wir müssen sie schützen. Hättest du den Sägezahn nicht erlegt, wie viele Krieger hätte er morgen töten können? Die Lektion liegt in dieser Frage, Aloy. Seit Jahren trainierst du für die Erprobung, aber nur für dich. Als Kriegerin wirst du auch für deinen Stamm kämpfen müssen. Mein Stamm? Du sagtest, ich brauche sie nicht. Aber nicht, dass der Stamm dich nicht braucht. Es ist eine Stärke, Aloy, wenn man sich zu etwas bekennt. Wenn man einem höheren Zweck dienen will. Das ist die Lektion, um die es geht. Denk immer dran. Nach der Erprobung und wenn ich weg bin. Wir sind hier fertig. Folgt mir. Es dämmert. Dies wird dein letzter Tag als Ausgestoßene sein. Nutze die Zeit und konzentriere dich auf das, was kommt. Wenn es für dich Zeit wird, nach Mutterherz zu gehen, warte ich am Wegesrand auf dich. Dann sehen wir uns in Mutterherz. Werden wir. Großzügige Belohnungskiste. Wo finde ich die? Schatzkisten. Großzügige Belohnungskiste, gewöhnlich. Mabu. Diese Kiste muss geöffnet werden, um ihren Inhalt zu enthüllen. Wirklich? Eine Kiste mit verschiedenen Gegenständen. Schnellreisepaket, damit kann ich schnell reisen. Gesundheitstrank, Werkzeug. Dann geht mal her hier. So, auf jeden Fall ist jetzt meine Aufgabe, bevor ich zur Erprobung gehe, werde ich offscreen natürlich noch ein bisschen leveln, damit das hier in der Story ein bisschen fixer vorangeht und nicht so ein Fauxpas passiert wie vorhin gerade. Ja, dann versuche ich natürlich meinen Speer irgendwie zu leveln oder einen besseren zu kriegen. Den Scharfschützenbogen will ich unbedingt haben. Den habe ich beim ersten Mal auch gespielt. Der war geil. Ja, und dann sehen wir uns zur nächsten Folge zur Erprobung, wenn ihr wollt. Also bis dahin, macht's gut. Ciao.